Hallo liebe SVE-Fans, willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV11 Nachschuss, heute aus dem Sportpark Husterhöhe in Pirmasens, wo unsere SV Elversberg heute auf den FK Pirmasens getroffen ist. Nach dem 5:0 Kantersieg am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Wormatia Worms wollte unsere Elf natürlich auch heute wieder 3 Punkte mit an die Kaiserlinde bringen. In einem nervenaufreibenden Spiel hat das leider nicht ganz funktioniert. Nur 0:0 trennten sich die SVE und der FK Pirmasens. Till Hust hat die Stimmen von Spielern und des Trainers zusammengefasst. Ja, Herr Wiesinger, 100 Chancen heute gefühlt. Am Ende trotzdem das 0:0 gegen Pirmasens. Sind Sie heute zufrieden mit dem Punktgewinn? Was glauben Sie, ehrlich gesagt? Weniger. Ja, ich meine, ich kenne meine Mannschaft. Ja, ich weiß, was wir unter der Woche oft veranstalten. Ja, wenn wir trainieren viel den Torabschluss. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, wenn mich heute einer fragt, ob wir am Torabschluss arbeiten, dem springe ich direkt ins Gesicht, weil wir das natürlich machen. Und ich heute schon gesehen habe, die Dinge, wo ich immer sehr kritisch bin. Ja, letzte Konsequenz, ja, einfach mal einen Ball, wie letzte Woche Leo Grech zum Beispiel beim 2:0, einfach mal ins Tor zu prügeln. Ja, dazu sind wir nicht in der Lage. Und deswegen gehen wir in die Kabine. Ja, haben wieder heute ein Gefühl, wir wissen nicht so recht, was wir mit dem Spiel anfangen sollen. Wir gucken dann, was die Konkurrenz macht. Und das nervt mich natürlich, weil wir natürlich heute wieder einen entscheidenden Schritt machen hätten können, ja, dieser scheiß Konjunktiv. Und so, die Wahrheit ist die, dass wir heute nicht in der Lage waren, das Spiel zu entscheiden. Auch an Sie die Frage, haben Sie so ein Spiel schon mal erlebt? Naja, in der Häufigkeit oder so eine Dominanz mit so vielen Tormöglichkeiten habe ich jetzt auch selten erlebt als Trainer. Ja, und auch wie man eine gegnerische Mannschaft dann eigentlich immer mal wieder ins Spiel zurückbringen kann. Ja, die haben ja eigentlich nichts gemacht, die haben verteidigt, aber auch da waren sie gelegentlich hilflos, meiner Meinung nach. Ja, muss ich vorsichtig sein, weil diese Mannschaft hat gegen uns einen Punkt geholt. Ja, das muss man so sehen und ist für mich traurig heute. Ja. Wie zufrieden waren Sie heute mit den Einwechslungen? Ja, ich habe schon gehofft, wir wollten nicht volles Risiko gehen, weil wir in der Phase natürlich auch mal wieder gucken müssen, was passiert an den anderen Plätzen. Das machen wir auch. Ja, ich bin auch nicht bereit. Ich habe natürlich überlegt, vielleicht nochmal 2 Spitzen. Aber man muss immer gucken, ja, dass du nicht in den Konter noch läufst. Und man hofft ja immer darauf als Trainer, dass noch irgendeiner einen reinsetzt. Deswegen auch Patrick Dullig noch gebracht. Ja, im Grunde kann ich halt ja keinem Spieler was vorwerfen. Ja, die Jungs waren bemüht. Ja, ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Jeder hat geackert, gemacht. Also da gibt es von mir keinen Vorwurf. Das Einzige ist, ja, man hat sich nicht belohnt. Was bedeutet das Ganze jetzt für die Tabellensituation? Ja, was ich gesagt habe, entscheidender Schritt verpasst. Ja, wir müssen uns das ankreiden lassen, weil in den letzten Auswärtsspielen ja, waren wir nicht dreifach erfolgreich. Drei Punkte haben wir nicht geholt. Und wir haben in Steinbach 2 liegen lassen, heute 2 liegen lassen. Also kann man sich zusammenzählen. Wir halten eigentlich Trier immer noch in der achtbaren Stellung. Wir haben Offenbach wieder ein bisschen rangeführt. Also das liegt ja eigentlich alles an uns. Und das ist schon ein Punkt, der mich nervt, der mich tierisch nervt, weil ich es gerne selber richten würde. Und so glaube ich, dass wir bis zum Ende der Saison eine ganz enge Kiste kriegen. Was stimmt Sie optimistisch, dass nächste Woche gegen Spielberg das Tornetz nochmal wackelt? Ja, wir haben es ja schon bewiesen, dass es anders geht. Wir haben so auswärts so ein bisschen momentan ja, diesen, wie soll ich sagen, ich will ja nicht eine Krise herbeireden, ja, dagegen arbeite ich ja. Aber auswärts fehlt uns so dieser letzte Punch. Zu Hause haben wir den zuletzt eigentlich immer hingekriegt. Deswegen wird meine Mannschaft sich auch wieder schütteln, wird nächste Woche zu Hause mit aller Macht versuchen, Spielberg zu schlagen. Aber auch das wird kein Selbstläufer. Also du musst irgendwann halt ein Tor machen. Wir werden die Woche im Training wieder viel dran arbeiten und versuchen dann nächste Woche diesen zweiten Tabellenplatz zu festigen. Vielen Dank. Okay, ciao. Ja, Matze, ein unglaubliches Spiel, gefühlte 100 Chancen. Man kann es eigentlich kaum beschreiben. Welche Überschrift gibst du dem heutigen Spiel gegen FK Pirmasens? Boah, jetzt irgendeine Überschrift so ein paar Minuten nach dem Spiel rauszuhauen, wäre schwer. Würde ich mich auch falsch tun. Zu dem, was ich jetzt gesagt habe, ich alles gesagt. Wir haben unzählige Chancen gehabt, spielerisch die Dinge rausgespielt. Weiß gar nicht, wie viel Aluminium heute dabei war. Es ist ärgerlich. Nichtsdestotrotz, wir dürfen uns nicht beirren lassen von allem außenrum. Es sind noch 5 Spiele, wir sind 3 vor, es hätten mehr sein können, ja. Aber das irritiert mich gar nicht, weil der Auftritt der Mannschaft gibt mir heute wieder Mut und alles andere interessiert mich nicht. Hast du irgendeine Erklärung, warum einfach kein Ball heute rein wollte? Nee, auf keinen Fall. Ich kann auch hier niemanden Vorwurf machen. Wir wollten alle, wir haben gekämpft bis zum Gehtnimmer. Haben angeschoben ohne Ende. Das ist nicht schwer gegen so eine Mannschaft, die mit 10 der eigenen Hälfte spielt, auch immer dann sich die Chancen zu erarbeiten, ohne dass man dann dabei auch noch einen Konter läuft. Wir haben fast
kein Konter kassiert, einer vielleicht. Und wir haben gut gespielt, allerdings leider nicht gewonnen. Und im Training gilt es daran zu arbeiten, dass wir die Chancen reinmachen. Du hast positive Aspekte angesprochen. Welche waren das heute? Ja, sicherlich die, sagen wir mal, die Spielanlage, die wir an den Tag gelegt haben. Das war mehr als gut. Wir haben so dominant gespielt heute, so habe ich uns selten gesehen in der Saison. Die Chancen natürlich, die Chancenverwertung eher nicht dann. Aber alles Gezweifel und sowas, das bringt nichts mehr oder das bringt gar nichts. Wir müssen weitermachen, haben noch 5 Spiele und unser Ziel ist der Relegationsplatz und daran werden wir weiterarbeiten. Generelle Frage, du hast schon viele Spiele in deiner Karriere bestritten. Hast du so ein Spiel schon mal erlebt? Nee, habe ich gerade eben auch schon die Frage bekommen. Nein, so dominant und dann 0-0 am Ende, noch nie. Jetzt eine Woche Pause, dann zu Hause gegen Spielberg. Wie blickst du auf das Spiel? Ja, das gleiche Spiel wie heute, daheim. Daheim sind wir Macht, haben wir bisher alles gewonnen und oder Großteil gewonnen. Und müssen wir den Dreier holen. Es helfen uns nur Siege da oben drin. Und es ist später heute, aber weitermachen, einfach weitermachen. Vielen Dank, Matze. Markus, deine Position ist Stürmer. Wie bitter ist es, als Stürmer solche Spiele zu erleben? Ja, eigentlich spiele ich im zentralen Mittelfeld, aber ja, das war extrem bitter. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Ich glaube, wir haben so viele Chancen ausgespielt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie viel. Aber wie gesagt, es ist alles dazugekommen. Pech, Unvermögen, unkonzentriert. Und ja, im Grunde sind wir selber schuld, wenn wir die Tore nicht machen. Aber wie gesagt, ja, es ist einfach bitter im Moment. Fühlt sich wie eine Niederlage an, der Punkt. Würdest du von 2 verlorenen Punkten sprechen? Ja, absolut. Wenn wir in unserer Situation in Pirmasens nicht gewinnt, na, ist es überhaupt nicht akzeptabel. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich meine, Trier hat jetzt verloren. Ist jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn wir gewonnen hätten, wären wir 5 Punkte weg. Und ja, so gesehen sind es 2 verlorene Punkte. Vor allem, wenn man den Spielverlauf sieht. Ich glaube, Pirmasens hat eine halbe Torchance. Aber wie gesagt, wir sind selber schuld, obwohl auch viel Pech dabei war mit Pfosten. Und ja, aber wie gesagt, es darf keine Ausrede sein, selber schuld. Ich habe auch 100%ige Torchance vergeben. Und ja, es ist einfach nur ärgerlich. Wie war jetzt die Stimmung nach dem Spiel in der Kabine? Ja, ich glaube, ich war schon niedergeschlagen. Also jeder war eigentlich beschäftigt mit sich. Also kann man nicht sagen, dass sie gut war, ist ja klar. Ich meine, es geht zwar weiter jetzt, aber wie gesagt, nach dem Spiel ist man halt enttäuscht. Jeder wollte das Spiel gewinnen und ja. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir halt wieder nach vorne schauen, am Wochenende spielbar gewinnen. Und ja, aber wie gesagt, heute ist man sicher enttäuscht. Mit welchem Gefühl gehst du heute ins Bett? Ja, wie gesagt, mit einem schlechten Gefühl, weil wie gesagt, wir sind selber schuld, wir haben 2 Punkte verloren. Und ja, das ist das, was zählt. Das haben wir nicht geschafft, da zu gewinnen und deswegen kann man nicht zufrieden sein und ja, ich auch nicht. Ich bin auch nicht mit meiner Leistung zufrieden, ich muss das Tor da machen. Aber wie gesagt, generell jeder hat halt heute das Pech gehabt beim letzten Abschluss, aber ja, von dem her 2 verlorene Punkte und kein gutes Gefühl heute. Vielen Dank, Markus. Okay, passt. Ja, Thomas, nach langer Verletzungspause heute wieder im Kader gewesen, nicht gespielt, trotzdem den Wahnsinn von Pirmasens miterlebt. Was war das heute für ein Spiel? Ich denke, es hat jeder gesehen. Wir waren drückend überlegen, hatten, ich denke, richtig gute Phasen spielerisch gehabt, genug Chancen. Aber wie es jetzt in den letzte Woche mal ausgenommen, aber wir belohnen uns zu wenig. Und normal musst du heute 3-0 gewinnen und dann fährst du hier ganz ruhig nach Hause, guckst noch auf die Tabelle und freust dich. So bleibt es weiterhin relativ eng oben. Wir schaffen es ja nicht, uns abzusetzen und das ist eigentlich schade. Der Trainer hat es eben schon angesprochen, ihr übt genügend Torabschlüsse, hat er gesagt. Woran liegt es in deinen Augen, dass kein Ball rein wollte? Ja, ich denke, am Torschusstraining wird es nicht liegen. Entweder die letzte Entschlossenheit oder vielleicht auch hier und da das entscheidende Quäntchen Glück. Denke ich, das geht uns im Moment ein bisschen ab. Sonst hätten wir uns, wie gesagt, schon ein bisschen absetzen können, aber uns hilft da keiner. Wir müssen weiterarbeiten im Training jeden Tag und dann müssen wir uns das vielleicht erarbeiten, einfach übers Training und dann muss irgendwann mal der Knoten platzen, dass er halt, vielleicht mal 3-4 Tore machst, wie letzte Woche, weil dann dürfen die sich ja auch nicht beschweren. Wie geht's dir persönlich? Mir geht's gut. Wie du schon gesagt hast, ich bin wieder im Kader. Jetzt müssen wir von Woche zu Woche schauen, wie es weitergeht. Wenn wir erfolgreich spielen, ist alles gut. Dann willst du auch selbst wieder aktiv ins Geschehen eingreifen? Ja, ganz genau so stelle ich mir das natürlich vor. Wie das die anderen sehen, werden wir sehen.
Aber na klar, ich möchte mithelfen, dass wir dann ja, am Ende das große Ziel, was wir alle haben, mit dem Verein zusammen, dass wir das erreichen können. Realistische Aussage, wann kannst du ungefähr wieder auf dem Feld stehen? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt schon mehrere Wochen im Training. Ich fühle mich gut. Den Rest muss dann der Trainer entscheiden. Klar ist jetzt, ich habe keine Spielpraxis. So wie es aussieht, werde ich morgen in unserer zweiten spielen. Die spielen morgen auch gegen Pirmasens, gegen die zweite, auf Rasen. Und ja, dann hole ich mir da Spielpraxis und dann werden wir es sehen. Vielen Dank. Okay. Gut. Ciao. Ciao.